Okay, dann ist hier oben immer noch was. Die Herzschuppe. Naja, immerhin. Und eine weitere Statue. Was ist das für ein Typ? Ich weiß, was ist denn das? Oh, eine Galagladi-Statue. Nice try. Wahrscheinlich vom Typ Kampf war das dann. Hab dich dick da. 8 Punkte. Ja, das ist auch immer Zufall, ob man Diktas kriegen. Ich nehme erstmal die Steine hier oben weg, wenn es möglich ist. Also was? Wichtiges jetzt gerade noch. Nee. Schade. Schade, schade, schade. Da ist nichts weiter. Gut, dann gehe ich jetzt hier runter. Und dann machen wir uns hoch. Und dann gucken wir mal, was wir haben. Aber im Nasepark noch was finden. Welches legendäre Pokémon oder was überhaupt für uns auftaucht. Warte mal, hier ist doch irgendwas hier. Jetzt haben wir denn 4 Objekte diesmal. Da ist irgendwas. Aber was ist das? Das ist wahrscheinlich keine Enigma-Fragmente. Ist es auch nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was es ist. Es wird Wasserstein sein. Nee, ist es nicht. Aber. Oh, ich habe 3 Objekte. Alle 4 Objekte. Die sind relativ gut beieinander. Pupasphäre S, Prismensphäre. Okay. Ach, nichts Wichtiges. Alles nur quasi mehr oder weniger Müll. Alle nur Müll. Oh, ein Hundemann. So, gehen wir mal kurz hier runter. Das sind wieder mehr Stellen. Da ist wieder ein Diktar. Ich habe leider kein Diktri. Diktri gibt nämlich 3 Punkte. Wir brauchen 40, um die erhöhte Chance zu haben. Eine Kiste vom Typ Wasser. hier ist was. Aber das ist ja was Gebrochenes. Grünstück und was ist das für eine Statue diesmal? Gastrodon. Gastrodon war das. So. Und ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel das jetzt sind. Ich sollte ein bisschen mehr darauf achten, was da steht. Also, wie viele Objekte das sind. Nichts Wichtiges. Oh, ich finde nur so scheiß Steine, ne? Das ist auch wieder was. Das ist auch nichts Wichtiges.
Und ich muss jetzt ausgraben, ohne die Wand jetzt einzuschätzen, dass ich jetzt ja noch nicht jetzt einschätzen lassen kann, aber ich brauch's. Naja. Gut, dann gehe ich da jetzt runter. Da liegt da. Wir haben jetzt ein Viertel von dem, was wir eigentlich hätten haben, bis zu den Punkten. Hier. So, was haben wir diesmal? Drei. Es könnte auch wieder irgendwas Fossilartiges sein. Das könnte Galapafloss sein. Dieses Schildkröten-Pokémon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, was ist das? Oh, das ist richtig. gut. Also hier ist das dritte. So, Kopffossil und der Poposphäre S. Und die Nigosphäre L. So, gut. Dann gehen wir wieder hoch. Einsetzen. Warte mal, kann ich nicht? Kann ich wieder hoch? Hä? Kann ich wieder hoch? Hallo? Ich will da hoch. Achso, hier. Mit Y. Ja. Gut, dann haben wir das auch soweit. Und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Was haben wir denn hier Schönes? Ey, wie? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich brauche Enigma Fragment S 3 Stück, um mir diese Platte zu holen. Ah. Na super. Also Enigma Fragment S brauchen wir 3 Stück und eine L brauchen wir 1 Stück. Ah ja, super, super. Na super. Gut, dann machen wir weiter mit der Suche. Ich mache das offscreen. Ich zeige, mache ich dann quasi. Ja, wie man Pause ist jetzt. Wir sind jetzt bei 12 Minuten gerade mal. Gut, dann ist es eine kurze Folge. Es tut mir jetzt irgendwo leid. Ich wollte euch jetzt ein bisschen was zeigen, aber es ist leider jetzt so, wie es ist, dass ich tatsächlich offscreen weitermachen müsste, um euch ein bisschen was zu zeigen. Dementsprechend macht es auch jetzt keinen Sinn, nach Blitzach zu reisen in die Kammer. Die müsste man nämlich auch noch erkunden, aber das können wir auch nur machen, wenn wir die anderen drei haben. Dementsprechend ist das jetzt leider so der Fall, dass wir nicht weitermachen können. So, wie ich mir das eigentlich jetzt gedacht hätte. Gut, wir könnten jetzt eine andere Alternative machen. Wir könnten jetzt versuchen, Cresselia zu versuchen zu fangen. Wie weit ist denn das Viech da oben? Dann werde ich versuchen, jetzt Cresselia zu fangen. Und dann gehen wir Richtung Pokémon-Liga, machen die Rematches und beenden das Let's Play. Es tut mir jetzt irgendwo leid, ich muss eigentlich ein bisschen mehr zeigen. Ach, ärgert mich das gerade. Entschuldigung. Eventuell mache ich das mal offscreen, wenn ich da mal Bock drauf hätte. Habe. Mache ich die Regis. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich da durchkomme. So, müssen wir ja schon damals lang. Kennen wir uns ja noch ein bisschen aus. Schauen wir mal, machen wir jetzt Cresselia. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme finde. Jetzt hoch.
Jo. Ja, du bist da unten jetzt runter, oder was? Du haust jetzt da, jetzt haust du nach links weg, aber oder was? Ich hoffe, das ist jetzt ohne Probleme. Ne? Ich meine, leider ist es hell, das ist das Problem, deswegen funktionieren auch die Bälle nicht. Ja, es ärgert mich gerade. Es ärgert mich gerade dezent. Dass ich jetzt tatsächlich. Ich mach's aber noch. Ich werde auch Squiddy Enigma-Fragmente machen und wenn wir dann irgendwann Zeit haben, mache ich die. Machen wir die Regis dann irgendwann zwischendurch mal. Dass ich die euch zeigen kann. Du Arsch, wie siehst du da hoch oder was? Ach, guck mal, so ein Trainer. Kannst du mir das mal halten? Den Trainer habe ich gar nicht. Die Trainer? Oder? Hab ich die nie gemacht oder was? Ich jetzt gerade Müll. Level 21, ja gut, ist jetzt nicht unbedingt. Ist jetzt nicht unbedingt ein Gegner. Amelie. Ja, dann machen wir es halt. Dann werde ich gleich die Folge. Dann müssen wir es halt aufscreen, wie gesagt, machen. Das ist jetzt ärgerlich, aber ich hoffe, dass ich jetzt Cresselia relativ zeitnah kriege. Viech ist natürlich jetzt nach oben lang. Ich nehme jetzt nicht die Trainer mit. Oh, es ist uns die TM6 zurückziehen. So, jetzt muss ich gerade was gucken. Ich habe Top-Schuss noch nicht, Gott sei Dank. Nie die Trainer mitgenommen hier. Ja, weißt du, warum ich das nie gemacht? Ist mir egal. Ich gehe surfen. Ich surfe drumherum. Ich nehme jetzt nicht noch die Trainer alle mit. Der kommt richtig weg. Dreht sich aber genau in die Richtung hier. Dreh weg. Ich will das. Jetzt muss ich da hoch, oder was? Ich muss echt da hoch. Ich muss echt an dem meinen Trainer vorbei, oder was? Ja, scheinbar. Verdammt! Ich wollte es eigentlich vermeiden. Oh, die habe ich schon mitgenommen. Gut. Jetzt gehst du da hin. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hatte dich gerade schön auf dem Fersen. Ich hatte dich gerade so schön auf den Fersen.
Jetzt gehst du da hin. So. Der Vorteil ist, dass ich jetzt hier runterfliegen kann. Ohne Probleme. Was ist das da oben? Chriselia, geh mir nicht auf. Also sonst machen wir es anders. Sonst müssen wir echt tatsächlich alles ein bisschen auf. Muss ich das ganze Ding mal hier vorzeitig beenden. Ich gucke mal, ob ich jetzt... Wenn ich nicht ganz daran fliege, sondern direkt in der Nähe, in die Nähe hüpfe. So, was hoffe ich, dass ich dann ohne Probleme jetzt die Route mal betreten kann. Ohne dass mir das Viech jetzt wieder wegspawnt. Ja, wir sind gerade ziemlich nah dran. Entweder ist das Viech jetzt im Wasser oder... Ist das im Wasser? Gut, kann ja auch, ne? Kann ja auch im Wasser sein. Oder bist du wirklich im Meer? Bist du hier rüber? Ja, du bist im Wasser, ne? Bis hier oben. Ist oben noch Gras? Ja, da oben ist noch Gras. Das könnte nämlich auch hier im Gras sein. Plaudergei. Allein bist du. Du bist nicht Chriselia, du bist Plaudergei. Du bist. Nein, nein, nein. Gehen wir mal dahin. So. Und mit dem scheiß Plaudergei ist mir Chriselia abgehauen. Jetzt muss ich nach Jubelstadt fliegen. Ich mache jetzt nicht die ganze Zeit nur Chriselia, keine Sorge. Wir werden in der nächsten Folge dann die Remakes der Pokémon-Liga angehen. Da müssen wir halt leider das Problem, Thema legendäre Pokémon jagen und fangen. Müssen wir leider ein bisschen abrupt Feierabend machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich will das Viech zumindest haben. Zumindest sehen. Drohst du? Bist du da runter? Oh, Alter. So, Jubelstart wieder zurück. Da hinten zurück. Dann fliegen wir nach Weidenburg. Jetzt bist du wieder auf der Route 212 da oben, oder was? Jetzt geht's wieder nach Ewigen. Ja, das ist das Problem. Das Viech, da springt der Unmengen und unnormal hoch, die ganze Zeit auf irgendwelche. Warte mal, das ist jetzt darüber. Ich hoffe, dass ich das jetzt doch besser finde. Jetzt bist du nämlich darüber gegangen. Ja, jetzt bist du nämlich weiter. Das Viech ist nämlich jetzt hier oben über der Route. Ich hoffe, dass es jetzt nicht dramatischerweise ganz, ganz weit weg fliegt. Ja, ist jetzt so. Schade.
Ich meine, jetzt habe ich auch über eine Stunde gebraucht. Also bei den Dings Pokémon. Du wirst wahrscheinlich jetzt. Ja, vertraust du? Das Ding ist jetzt überall, vertraust du?